Die Krönung Karls des Großen. Dicht gedrängt stehen die Menschen am 25. Dezember 800 in der Peterskirche in Rom. Karl der Große, König der Franken und mächtigster Mann in Europa, ist angekündigt. Als der Monarch mit seiner Familie die Kirche betritt, stimmt ein Chor feierliche Psalmen an. Der großgewachsene, weißbärtige König und sein Sohn, der ebenfalls Karl heißt, bahnen sich einen Weg zum Altar, wo Papst Leo III. Auf sie wartet. Sie tragen heute auf Bitte des Papstes ausnahmsweise römische Tracht. Eine lange Tunika, darüber eine knielange, mantelartige Klamüs und an den Füßen römische Schuhe. Viel lieber hätte der Monarch seine gewohnten fränkischen Hosen und ein Leinenhemd angezogen. Vor dem Altar legen die beiden Karolinger ihre goldenen Kronen ab und knien nieder. Die heilige Messe beginnt. Der Sohn soll von Leo III. Gesalbt werden, damit er mit kirchlichem Segen König in seinem Teil des Frankenreiches werden kann. Aber der Papst hat andere Pläne. Leo III. War zu dieser Zeit in eine brisante politische Krise verwickelt. Man bezichtigte den jungen, ambitionierten Papst nicht ohne Grund. Der Simonie, das heißt des Verkaufs von Ämtern, der Unsittlichkeit und der Korruption. Schon bei seiner Wahl zum Oberhirten sei manipuliert worden, raunten manche Kritiker. Der Vorgänger Hadrian war kaum 24 Stunden tot, als Leo 795 zum Papst auserkoren wurde. Am Markustag, dem 25. April 799, entging Leo in Rom nur knapp einem Attentat. Kurz vor Beginn einer feierlichen Prozession rissen ihn vermummte Männer, Neffen Hadrians, vom Pferd und verschleppten ihn in eine nahegelegene Klosterkirche. Hier versuchten sie ihm die Augen auszustechen und die Zunge herauszuschneiden, was ihn nach den damaligen Gesetzen amtsunfähig gemacht hätte. Aber Leo konnte aus Italien fliehen und suchte bei dem mächtigen Frankenkönig Schutz vor seinen Gegnern. Das kam auch Karl dem Großen gelegen. Seit gut 400 Jahren war die politische Landkarte gespalten in das Weströmische Reich mit Franken als stärkster Macht und das Oströmische Reich Byzanz. Weil Karl einen Machtkampf zwischen Franken und Byzanz befürchtete, war ihm sehr an der Stärkung seiner Position gelegen. Und dabei spielte die Kirche eine wesentliche Rolle. Der frühere Papst Hadrian hatte gegen Karls Willen eigenmächtig Annäherungsversuche mit der Ostkirche eingeleitet. Mit dem gefügigen Leo hoffte der König nun, mehr Einfluss auf die Kirche zu gewinnen. Nach 10-wöchiger Flucht über Pavia, Basel und Mainz traf Leo III. Karl den Großen in Paderborn, wo der Monarch ihn seiner Freundschaft versicherte. Prekär wurde die Situation jedoch, als auch hier Abgesandte der Papstgegner aus Rom auftauchten und ihre Vorwürfe gegen Leo vorbrachten. Karl entspannte die Situation, indem er um Bedenkzeit bat und den Papst nach Rom zurückschickte, um die Sache dort vor einem Kirchengericht verhandeln zu lassen. Dem König war dabei von vornherein klar, dass der gerissene Leo in seinem Amt bestätigt werden musste, selbst wenn er schuldig war. Denn die Absetzung eines Papstes hätte die Autorität der Kirche in Frage gestellt und ins Chaos geführt. Die Byzantiner oder die Muslime hätten gewusst, wie man eine solche Situation ausnutzt. Im August 800 fasste Karl den Entschluss, nach Rom zu reisen, um dort das Kirchengericht einzuberufen. Die Verhandlung war für den 1. Dezember 800 in der Peterskirche anberaumt. Sie dauerte 3 Wochen und endete erwartungsgemäß mit dem Urteil unschuldig.
Dennoch bekam der Papst die Auflage, sich am 23. Dezember vor den versammelten Bischöfen und anderen Geistlichen einer rituellen Reinigung zu unterziehen. Mit den Evangelien in der Hand bestieg er feierlich die Kanzel und erklärte vor Gott und der Welt seine Unschuld. Die Glaubwürdigkeit der Kirche war damit wiederhergestellt, die Krise überwunden. Während der Messe am 25. Dezember in der Peterskirche wirkt Karl entspannt. Er freut sich auf die baldige Rückkehr in seine Aachener Residenz. Doch als das Hochamt zu Ende geht, greift der Papst plötzlich nach der goldenen Krone, die der König vor der Messe abgelegt hat. Feierlich hebt er sie hoch und setzt sie Karl auf den Kopf. Die Menge stimmt eine Hymne an, die früher den christlichen römischen Kaisern vorbehalten war. Rufe ertönen. Karl dem Augustus, dem von Gott gekrönten großen und friedenbringenden Kaiser der Römer, Leben und Sieg! Leo kniet vor dem verdutzten Karl nieder. Mühsam unterdrückt der König die Wut. Allmählich versteht er, was geschehen ist. Er ist soeben zum Kaiser des Weströmischen Reiches gekrönt worden. Dieser Thron war seit dem Zerfall des alten Römischen Reiches verwaist. Leo hat dieses Theater bis ins letzte Detail inszeniert, zum eigenen Nutzen. Indem er die Macht seines Beschützers stärkt, wächst seine Sicherheit vor Verfolgung. Doch der Monarch weiß, er kann die Ehre unmöglich zurückweisen. Zu groß wäre der Skandal. Karl der Große herrschte fortan über ein Reich, das sich von Dänemark bis Süditalien, von Spanien bis zum Balkan erstreckte. Nach seinem Tode zerfiel es bald. Aber bis heute gilt der Kaiser als Stammvater Europas.